So, es ist 16 Uhr, sagt mir die Uhr. Dann beginnen wir jetzt. Ich heiße Sie herzlich willkommen beim Online-Forum Bildungsangebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Und ich möchte Ihnen ganz kurz ein paar technische Hinweise geben. Und zwar in Anbetracht der Teilnehmerinnenzahl werden Sie heute nicht mit Bild und Ton erkennbar sein. Sie können aber jederzeit Fragen in den Chat schreiben. Da wäre es ganz wichtig, dass Sie, wenn Sie auf den Chat klicken, immer bitte unten rechts an alle Teilnehmer auswählen, damit wir dann auch alle die Frage direkt lesen können. Sie wird dann aber eben auch nochmal vorgetragen. Dort können Sie eben Fragen an die Referenten stellen oder auch technische Probleme melden oder auch gerne untereinander ein bisschen miteinander diskutieren. Genau, wenn Sie Probleme mit der Bild- und Tonqualität haben, dann gerne auf den Browser Google Chrome wechseln, falls Sie den nicht ohnehin schon benutzen. Und einfach wenn es das nicht hilft, gerne einfach mal die Seite refreshen über den Neuladen-Button. Genau, so viel von mir. Dann gebe ich jetzt ab an. Ja, ich komme nicht rein, tut mir leid. Hey, passt doch So. jetzt. Ja, vielleicht soll ich es ohne Kamera probieren. Möglicherweise liegt das daran, dass die Übertragung nicht läuft. Ich versuche es nochmal. Ich weiß gar nicht, bis wann Sie mich gehört haben. Die herzliche Begrüßung, hoffentlich haben Sie bereits gehört, die ich im Namen des Bündnisses Niedersachsen-Pakt eigentlich nochmal aussprechen möchte, an Sie alle. Und wie gesagt, es ist die erste Veranstaltung einer ganzen Serie von Veranstaltungen, die wir heute durchführen, mit verschiedenen Aspekten der Aufnahme von Menschen aus der Ukraine. Wir knüpfen hierbei an unsere Veranstaltung, an unsere Ukraine-Helfenden-Konferenz vom 9. Mai diesen Jahres. Damals konnten wir bereits viele Fragestellungen ansprechen. Wir konnten in der Besprechung praktische Fragen damals sowohl im Plenum als auch in den Foren lösen. Allerdings sind viele Fragen damals in der Veranstaltung auch offen geblieben, was teilweise an den noch nicht ganz geklärten rechtlichen Rahmenbedingungen zu dem Zeitpunkt gelegen hat, was aber auch daran lag, dass viele praktische Aspekte noch gar nicht geklärt waren. Wir hatten damals infolge dieser Veranstaltung auch entschieden, dass wir Ihnen weiterhin die Möglichkeit einräumen wollen, Informationen von uns zu erhalten über alle Fragestellungen rund um die Aufnahme der Menschen aus der Ukraine. Das heutige Online-Forum, mit dem wir starten, gehört sicherlich zu dem, was viele sehr interessiert. Das war auch auf der Veranstaltung am 9. Mai schon erkennbar. Bildungsangebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Wir haben Ihnen mit der Einladung auch schon die Themenblöcke der anderen Veranstaltungen und die möglichen Termine zugeschickt. Wir sind gerade in der Schlussabstimmung von ein, zwei weiteren Veranstaltungen. Da werden Sie in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal abschließend von uns die gesamte Reihe erhalten. Ich freue mich sehr über die hohe Anzahl von Teilnehmern. Ich habe hier bei mir 132 Interessierte gesehen. Das ist sehr gut und zeigt mir, wie wichtig das Thema ist. Und ich möchte Herrn Dr. Danzglock vom Niedersächsischen Kultusministerium begrüßen, der bereits auf der Konferenz damals am 9. Mai sehr viele Fragen beantworten konnte. Und ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Dr. Danzglock, dass Sie heute auch wiederum für Fragen, die sicherlich zahlreich sein werden, im Anschluss an Ihren Vortrag zur Verfügung stehen. Aber ich freue mich insbesondere auch auf das, was Sie hier den Teilnehmenden erläutern können. Es gibt ja inzwischen sehr vieles von Seiten des Kultusministeriums, was die gesamten Fragestellungen bisher jetzt schon klärt. Und ich freue mich darauf, dass Sie das jetzt hier vortragen können und gebe auch das Wort direkt an Sie. Herzlichen Dank. Ja, lieber Erik, vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind zu fünft hier. Mein Name ist Dag Danzglock. Ich komme aus dem Ukraine-Krisenstab des MK mit. Wir haben aber das Kernteam mit dabei. Frau Salamon wird Ihnen für unter anderem Deutsch als Fremdsprache und weitere Sprachangebote zur Verfügung stehen. Wir werden das aufteilen. Frau Bickmann steht für den berufsbildenden Bereich zur Verfügung. Herr Stein und Herr Blume für den allgemeinbildenden Bereich und für Einstellungsfragen für Lehrkräfte, sodass wir, glaube ich, umfassend aufgestellt sind. Noch vorweg die Frage nach dem Skript. Frau Salamon hat ganz oben den Link schon eingestellt, wenn Sie beim Chat nach oben gehen, den Link auf die Homepage des MK. Und wir werden uns jetzt an dem Handlungsleitfaden Bildungsangebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine orientieren.
Das ist das Update 1.1, das wir Anfang Juni herausgegeben haben. Wir haben aus unterschiedlichsten Gründen, auch weil das Thema Planbarkeit ein schwieriges ist, das Update 2.0 doch noch nicht herausgebracht, sondern wir sind da noch weiter dran am Arbeiten, weil wir eine Situation haben, das muss ich Ihnen nicht sagen, die nicht sicher planbar ist. Und unser Ziel ist, den Schulen größtmögliche Sicherheit bei größtmöglicher Flexibilität zu geben. Und wir da noch die eine oder andere Position zu bearbeiten haben. Insgesamt haben wir an niedersächsischen Schulen zurzeit angemeldet, nach Rückmeldung der Schulen, rund 15.000 Schülerinnen und Schüler. Davon die Masse im Bereich der Grundschule und im Sekundarbereich 1. Und wir haben etwa 630 Schülerinnen und Schüler in den berufsbildenden Schulen. Das deckt sich eben mit dem, wie das Kontingent der geflüchteten Menschen sich zusammensetzt. Wir haben im Augenblick eine relativ stabile Zahl, auch was wir die Zahlen, die wir aus den Ausländerregistern bekommen. Ich muss Ihnen nicht sagen, vieles hängt davon ab, wie sich der Krieg weiterentwickelt und ob welche Auswirkungen das dann gegebenenfalls auf die Flüchtlingsbewegung hat. Unser Ziel ist es, alle Jugendlichen und Kinder aus der Ukraine in unser schulisches System zu integrieren und den Schulen dabei, wie gesagt, eine größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen. Wir werden heute auf verschiedene Punkte eingehen. Willkommensgruppen, Unterricht in Regelklassen, was Sie hier sehen in der Überschrift, das will ich Ihnen gar nicht weiter vorlesen. Aber wir werden Ihnen auch zeigen, welche weiteren Unterstützungsmöglichkeiten, es dem Grunde nach gibt. Wir haben eine etwas andere Situation als Anfang Mai. Da ging es noch um die Frage, wie kann man schulische Abschlüsse, die der Ukraine unmittelbar anstanden, erreichen. Wir haben jetzt die Situation, dass wir davon ausgehen, dass die jungen Menschen etwas länger möglicherweise dann mit ihren Eltern oder mit wem auch immer sie geflüchtet sind, in Deutschland bleiben. Und da geht es natürlich auch um Vermittlung von Sprache, da geht es um Vermittlung von Ausbildung und weiterführenden Abschlüssen. Auch unter dem Aspekt, dass es gegebenenfalls so ist, dass wenn Sie in die Ukraine zurückkehren, Sie möglicherweise das, was Sie in Deutschland erlebt, gelernt haben, dann auch in der Ukraine wieder verwerten können, wenn Sie denn da in eine weitere schulische Karriere oder eine berufliche Ausbildung oder was auch immer eintreten. Das ist so der Gesamtrahmen. Wir orientieren uns an diesem Handlungsleitfaden. Wie gesagt, auf der Homepage, auch auf dem Link, finden Sie eine Reihe von weiteren Informationen, die wir zusammengestellt haben. Da geht es um zusätzliche Mittel für Schulen. Da geht es um Aktionsplan, Möglichkeiten, um zusätzliches Personal, so es denn zur Verfügung steht, in die Schulen auch zu bringen. Und ich hoffe, dass es für Sie informativ ist. Ich bin mir sicher, dass wir nicht alle Fragen werden abschließend klären können. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir Ihre Fragen mitnehmen und dann einen geeigneten Weg sicherlich hier mit der Staatskanzlei finden, um sie auch nochmal zu beantworten, wenn wir sie denn tatsächlich auch beantworten können, weil wir eben tatsächlich auch da Lernende sind und auf die aktuelle Situation uns einstellen müssen. Das soweit zum Einstieg. Und ich würde dann übergeben an Frau Salamon, wenn ich mich recht entsinne, so war unser Plan. Nein, an Herrn Frau Salamon. Stein. Herrn Stein. Ja, nee, Stein. Entschuldigung, das ist die Choreografie. Ist gut geplant gewesen, sonst habe ich wieder nicht aufgepasst. Sehen Sie es mir bitte nach. Herr Stein wird Sie jetzt in den allgemeinbildenden schulischen Bereich einführen. Ja, bin ich zu hören? Kann ich ein Signal bekommen? Ja, das sehe ich, das ist wunderbar. So ein bisschen Blindflug, ne? Man kommt sich so ein bisschen vor wie ein Pilot im Nebel, aber ich denke, es wird funktionieren. Herzlichen Dank für die Einführung. Ich will erst einmal nur zwei Sätze sagen zum Thema Schulpflicht und Schulanmeldung und Schülerbeförderung. Und dann geht es eigentlich darum, dann würde ich doch Frau Salamon bitten, das Thema Willkommensgruppen zu besprechen, weil wir eigentlich, das Sinn macht, erst die Willkommensgruppen und dann die Regelklassen zu erläutern oder den Unterricht in Regelklassen zu erläutern. Beginnen wir mal mit dem ersten Stichwort Schulaufnahme. Da stellt sich ja die Frage, unter welchen Voraussetzungen sind Schülerinnen und Schüler, die aus der Ukraine kommen, schulpflichtig?
Grundsätzlich kann man erstmal sagen, immer dann, wenn Sie hier einen Aufenthaltstitel haben beziehungsweise längere Zeit hier verbringen, das wird für die meisten Schülerinnen und Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen, die zu Beginn des Krieges gekommen sind und nicht erst in der letzten Zeit, inzwischen durchweg gelten. Es gibt hier und da auch noch die Situation, dass Kinder und Jugendliche mit einem Besuchsvisum oder auch ohne Visum in Niedersachsen sich aufhalten. Für diese Schülerinnen und Schüler gilt die, solange dieses Visum gilt, die Schulpflicht dann nicht. Aber in der Regel dürfte es dazu übergegangen oder dürfte jetzt der Übergang in die Schulpflicht eigentlich überall sich vollziehen. Spätestens zum Schuljahrsbeginn, wenn die Schülerinnen und Schüler hier sind, nach den Regelungen, die wir bisher hatten, sind ja die Schülerinnen und Schüler, die online die ukrainischen Schulen noch besucht haben, seit dem 26.05. in den Sommerferien. Aber mit Ende August, mit dem Beginn des hiesigen Schuljahres, werden sie dann in der Regel ja hiesige Schulen auch besuchen. Also insofern ist dann im Grunde auch klar, dass eine Schulanmeldung erfolgt sein muss oder noch erfolgen wird. Wir haben erleichternde Regeln geschaffen. Die Unterschrift eines Sorgeberechtigten reicht in der Regel aus. Es kann auch die Situation auftreten, dass keine Unterschrift möglich ist, wenn nämlich Sorgeberechtigte nicht auch mit in Deutschland sind. Auch in diesem Fall lässt sich problemlos zunächst mal dann bei unbegleiteten Minderjährigen, weil dort das Jugendamt zuständig ist, diese Frage auch klären. Moment mal bitte, Herr Stein, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Das ist nämlich eine ganz wichtige Frage. Heute geht es nämlich nicht um Kindertagesstätten und Kitas. Wir berichten heute nur über den schulischen Bereich. Das ist eine Frage aus dem Chat. Ich denke, dann können wir das hier ganz schnell klären an der Stelle. Nachher vielleicht noch eine Frage, die jetzt sich aufgekommen ist zum Abitur, aber die passt später nur für Sie. Nein, es geht heute nicht um den Kita-Bereich. Das ist zutreffend. Das ist zutreffend. Entschuldigung, ich musste kurz unterbrechen. Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, damit Menschen nicht zuhören müssen, die gar nicht zuhören wollen, weil es nicht ihr Thema ist. Herzlichen Dank. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir die kleineren Themen jetzt überspringen, die dort noch angesprochen worden sind. Infektionsschutzmaßnahmen und Ähnliches gilt in gleicher Weise für Deutsche, für Ukrainische, wie auch für alle anderen Schülerinnen und Schüler, die wir haben oder gelten. Insofern gibt es hier auch keine besonderen Regelungen. Ich schlage vor, ich gebe an Frau Salomon ab, die das Thema Willkommensgruppen aufgreifen wird. Und dann komme ich wieder zurück mit dem Thema Unterricht in Regelklassen. Ja, genau. Willkommensgruppen und Online-Angebote werde ich jetzt ein wenig darüber berichten. Ein oder zwei der vier Puzzleteile links, die uns zur Verfügung stehen. Also zunächst gilt es, den geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine das Ankommen zu erleichtern und eben geeignete Bildungsangebote zu unterbreiten. Eine besondere Möglichkeit hierfür bieten Willkommensgruppen, die es bislang in Niedersachsen so nicht gab. Willkommensgruppen bilden ein tages- und wochenstrukturierendes Angebot. Sie sollen halt eben für ankommende Kinder und Jugendliche einen Raum bilden, der ihnen Kontinuität, Halt und Stabilität bietet. Und die konkrete Ausgestaltung der Willkommensgruppen hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab, aber auch eben von den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen. Und für die Umsetzung sind daher maximale Flexibilität und Gestaltungsspielräume erforderlich. Willkommensgruppen sollen dazu beitragen, dass die Geflüchteten das deutsche Schulsystem kennenlernen und Kontakte zu gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen knüpfen. Gleichzeitig können bzw. wollen, sollen sie aber auch dazu dienen, die Verbindung zur ukrainischen Heimat zu halten bzw. die schulischen Kontakte zur Ukraine aufrechtzuerhalten. Wir haben eben die Merkmale von Willkommensgruppen. Da gibt es dann Eckdaten, mindestens 9, maximal 30 Schülerinnen und Schüler, die Willkommensgruppen können. Schulalters- und jahrgangsübergreifend, aber auch schulformübergreifend sein. Und für jede Gruppe sollte in der Regel mindestens 20 Wochenstunden zur Verfügung stehen. Aber es kann davon auch abgewichen werden. Also wie gesagt, möglichst große Flexibilität für die Schulen. Auch kombinierte Bildungsangebote, teils eben in den Regelklassen. Also es sind wieder die vier Puzzleteile, die wir haben, teils in den Willkommensgruppen oder auch im Rahmen von Online-Angeboten sind möglich und bedarfsgerecht vorzunehmen. Genau, mindestens 10 Stunden dieser 20 Stunden in der Willkommensgruppe stehen für alltagsorientierte Sprachförderung oder sind dafür vorgesehen.
Und dabei ist möglichst, und das ist uns auch wichtig, der tägliche Kontakt zu deutschsprachigen Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Unterrichts vorzusehen, zum Beispiel bei gemeinsamen Spielen, sportlichen Aktivitäten, Kreativaktionen, Kennenlernprojekten und so weiter und so fort. Hier kommen eben auch Arbeitsgemeinschaften oder Ganztagsangebote in Betracht. Die restlichen 10 Stunden können für das Kennenlernen des Alltags bzw. Schulalltags in Deutschland, die regionale Orientierung und für landeskundlich demokratische Themen eingesetzt werden. Genau, Willkommensgruppen können auch als zusätzliches Angebot zu bestimmten Zeiten eingesetzt oder ein dafür ausgewiesener Raum eingerichtet werden, zum Beispiel während des Deutschunterrichts oder aber auch während in der Regelklasse die zweite Fremdsprache unterrichtet wird. Sie dienen dann als Lernort, an dem unter anderem ukrainische Bildungsangebote oder Online-Sprachkurse wahrgenommen werden dürfen. Die Eckdaten zur Einrichtung, ja. Dürfe ich eine Frage stellen aus dem Chat? Frau Furche möchte nämlich gewissen, ob externe Partner der VHS Vormittagsbereich DATS-Unterricht durchführen können, wenn es schon ein Angebot gibt, schon seit 2015/16. Kooperationen mit außerschulischen Lernförderung, ist das möglich im Vormittagsbereich, gerade jetzt hinsichtlich dieser Willkommensgruppen? Ja. Also genau, es ist ja mehr das Thema dann Sprachförderung, kommen wir gleich noch zu. Ja. VHS-Unterricht ist, kann unterrichtsergänzend, aber nicht unterrichtsersetzend sein. Also so viel dazu, aber unterrichtsergänzend jederzeit. Genau, jetzt nochmal zu den Willkommensgruppen, zur Einrichtung. Die Schulen kriegen da von uns Eckdaten, wie dies ermittelt wird, die Bedarfe und die Voraussetzungen. Es können eben die schulübergreifenden Willkommensgruppen, da ist das regionale Landesamt auch hilfsbereich, die gemeinsam einzurichten. Das muss ich, glaube ich, jetzt hier nicht weiter erwähnen, ist auch im Handlungsleitfaden zu finden. Passend noch zu den Willkommensgruppen die Sprachbildungszentren, von denen ich ausgebe, dass sie hier in dieser Runde hoffentlich überall bekannt sind, die flächendeckende Schulformen übergreifend arbeiten und zur Verfügung stehen, haben Praxistipps für Personen rausgegeben, die in Willkommensgruppen arbeiten. Und auch die sind hier auf diesem Link zu finden, der hier ganz oben eingestellt wurde, aber auf unserem Themenportal Sprachbildung, interkulturelle Bildung ebenfalls. Auch den Link werde ich an anderer Stelle noch einstellen. Darf ich noch eine Frage aus dem Chat an Sie richten, liebe Frau Salamon? Gibt es eine Erklärung der Willkommensgruppen auf Ukrainisch für die Eltern? Ich glaube, dass diese Aufteilung und die Ziele sind eigenen Eltern nicht bekannt, fragt Frau Vorndamme. Also wir haben sämtliche, da komme ich zu den mehrsprachigen Materialien gleich zu. Ich überlege gerade, wir haben das Schulsystem erklärt. Ich glaube, die Willkommensgruppen, die Inhalte der Willkommensgruppen so direkt noch nicht, nehme ich aber mal mit, dass wir das genau. Ja, vielleicht nochmal als Ergänzung. Also diese Willkommensgruppen sind ja ein Instrument der Schulen, um flexibel auch reagieren zu können. Also grundsätzlich sollen ja die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, in Schule zu kommen. Mit den Willkommensgruppen setzen die Schulen ein pädagogisches Instrument ein, um die jungen Menschen aufzunehmen und sie nochmal so zu betreuen, dass sie dann auch eine Chance haben, den Anschluss zu haben. Insofern werden wir sicherlich nochmal schauen, wie wir das übersetzen können. Aber es geht nicht so darum, dass man sich jetzt in der Willkommensgruppe anmeldet, in gewisser Weise, sondern wenn es die Situation zulässt und die Schülerinnen und Schüler sprachlich folgen können und wenn es der Schule angemessen erscheint, dann haben sie natürlich die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler direkt in Schule zu integrieren. Und das Gleiche gilt natürlich für das VHS-Angebot. Wenn man da eine gute Kooperation mit einer Schule vor Ort hat, dann wird man eine Lösung finden, wie man das in dieses Programm mit einbinden kann. Also es wird keine helfende Hand wird zurückgewiesen. Ist es dann noch eine Frage zu den Willkommensgruppen, Listen, Übersichten von Willkommensgruppen? Also es gibt eben, genau das möchte ich noch unterstützen, was Herr Danzglöck gesagt hat. Also es wird nicht in eine Willkommensgruppe angemeldet oder in eine Sprachintensivmaßnahme, sondern es wird an der Schule angemeldet und die Schule richtet entsprechend ein oder hat entsprechende Angebote. Also wirklich da gucken, zuständige Schule, entweder im Einzugsgebiet oder auch anderweitig. Also wir haben, die Schulen melden
die die Willkommensgruppen eingerichtet haben, ja, aber das ist nicht das Nonplusultra. Viele arbeiten eben auch in Kombinationen und haben arbeiten mit Regelklassen und Sprachintensivmaßnahmen gekoppelt mit Online-Angeboten. Also da bitte nicht fokussieren auf bestimmte Maßnahmen, sondern in den Schulen anmelden und die Schulen gucken, welches Angebot sie anbieten. Vielen Dank. In Bremen ist die Frage, ob es das so etwas auch gibt. Wir sprechen ja nur von Niedersachsen. Können wir leider nicht beantworten, die Frage. Woher kommen die 20 Stunden von den Willkommensgruppen, wenn Schulen nicht einmal genug Stunden zum Abdecken des Alltags haben möchte? Herr Schufmann wissen. Ich weiß jetzt nicht, ob Herr Blume darauf antworten möchte. Also das sind... Willkommensgruppen können über anderes Personal auch, das sind keine Lehrkräftestunden, sondern können auch über anderes Personal angeboten werden, pädagogisch Mitarbeitende oder auch andere Personen, aber das könnte mein Kollege besser erklären. Ja, also ich musste, genau. Ich musste eben nur mein Mikro anschalten. Ja, die Frage ist natürlich berechtigt. Ich denke ja auch, Herr Dr. Danzlok hat das ja schon angesprochen, Ziel und wahrscheinlich auch bester Weg für eine Integration ist ja die Teilnahme am Unterricht in einer Regelklasse. Und dann entstehen auch nicht dieser große Ressourcenbedarf. Frau Salamon hat auch gesagt, man meldet sich nicht an in einer bestimmten Art von Gruppe oder Beschulung, sondern an der Schule. Und die Schule guckt, welches sind die Bedingungen, die die Kinder mitbringen, wie kann man sie beschulen. Und die Schule muss natürlich auch, und damit sind wir bei der Frage, die Sie gestellt haben, bei dem Thema, was kann die einzelne Schule denn mit ihren Ressourcen, die sie zur Verfügung hat, überhaupt anbieten? Und das kann durchaus unterschiedlich sein. Aber Frau Salamon hat es angesprochen. Wir werden ja, nachher gibt es ja einen Punkt, zu dem ich noch was sagen werde. Wir bemühen uns ja immer wieder, und das Geld wird Gott sei Dank auch immer mal wieder aufgestockt, darum zusätzliches Personal für die Betreuung dieser Kinder, ob es jetzt Lehrendes oder Nichtlehrendes ist, zu rekurrieren und einzustellen und die Schulen dann besser zu versorgen, um ein entsprechendes Angebot herstellen zu können. Das Entscheidende ist, dass die Schulen die Möglichkeit haben, über die Willkommensgruppen, wie es Frau Salamon gesagt hat, flexibler zu reagieren und auch eben mit pädagogisch geeignetem Personal zu arbeiten und damit dann auch eine Möglichkeit haben, beispielsweise Ukrainer, da wird ja Menschen ukrainischer Herkunft, da wird der Blume nochmal was zu sagen, die beispielsweise sofort einzustellen und da eben auch die Angebote anzubieten. Frau Salamon, bitte. Genau. Darf ich weiter noch eine Frage stellen? Frau Mitz möchte wissen, ob in diesem Zusammenhang eine Elternbegleiterin bei den Eltern mitwirken könnte. In den Willkommensgruppen. Eine Elternbegleiterin? Ich überlege gerade. Ja, also wir haben pädagogisch Mitarbeitende, Lehramtsstudierende, pensionierte Lehrkräfte, aber auch ehrenamtliche Kräfte aus dem Umfeld der Schule sowie Freiwilligendienstleistende sind eben über das Budget und über das Schulbudget können halt eben hierfür eingesetzt werden. Ja. Und die Möglichkeit, ich glaube, da ist eine Elternbegleiterin wäre dann ja eine, jetzt muss ich überlegen, wäre dann ja eine ehrenamtliche, richtig? Ja. Genau. Frau Vordam weiß, dass in Bremen es auch Willkommensklassen gibt. Danke für die Information im Chat. Eine Frage noch, liebe Frau Salamon, bevor es weitergeht zu den Willkommensgruppen. Welche Möglichkeiten gibt es denn nach den Sommerferien? Wird es weiter Willkommensgruppen geben? Klassen gibt es nicht, sondern Willkommensgruppen? Ja, das wird es in dieser Form, also so, wie wir sie auch gerade vorgestellt haben, weitergeben. Das kann ich schon sagen. Der, wie gesagt, Handlungsfaden 2.0 wird zeitnah auch an die Schulen gehen und eben auch hier auf diesen Link dann auch aktuell eingestellt sein. Mhm. Herzlichen Dank. Soweit zu den Willkommensgruppen. Der nächste Block kommt dann zu den Unterrichtsmaterialien. Zu den Online-Angeboten erstmal noch. Genau. Das zweite Puzzleteil. Also wir haben in der niedersächsischen Bildungscloud, kurz NBC, damit ich dieses Wort nicht immer wiederholen muss, wird halt die Möglichkeit geboten, dass sich das Betreuungspersonal der Willkommensgruppen schulübergreifend und ortsunabhängig vernetzt und um den speziellen Herausforderungen zu begegnen. Diese niedersächsische Bildungscloud steht inzwischen auch in ukrainischer Sprache zur Verfügung.
was eben auch, genau, die dadurch werden halt die Sprachbarrieren für die ersten Ankommensschritte gesenkt und die schulische Integration unterstützt. Schülerinnen und Schüler können damit gemeinsam dem Unterricht folgen, also auch eben ukrainische und eben deutsche Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus können sich ukrainische Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte auch schulübergreifend ortsunabhängig dort vernetzen. Des Weiteren stehen eben auch online die ukrainischen Unterrichtsmaterialien, Lehrangebote zur Verfügung. Im Leitfaden haben wir dort die sämtlichen Links aufgeführt, die dann auch je nachdem Hybrid- oder im Online-Unterricht unterstützen können. Und hier ist zur Erfüllung der Aufsichtspflicht können halt die Schülerinnen und Schüler durch pädagogische Mitarbeiten auch hier in den Schulen begleitet werden bei diesen Online-Angeboten, sofern eben die digitalen Voraussetzungen an der Schule vorhanden sind oder organisiert werden können. Auch Lehrkräfte können diese Online-Angebote natürlich in den Unterricht einbinden oder Schulen richten solche Angebote zum Beispiel parallel am Vormittag oder am Ganztag bzw. im AG-Bereich ein. Eine Frage aus dem Chat. Von Herrn Koch, wird mit der ausschließlichen Teilnahme am Online-Unterricht in der Ukraine auch nach den Sommerferien in der Ukraine weiterhin die Schulpflicht erfüllt? Nein. Die schulrechtlichen Vorgaben sehen das nicht vor, sondern wer sich in Deutschland auffällt, unterliegt der Schulpflicht. Wir bieten aber über die Willkommensgruppen die Möglichkeit an, sich in diesen Unterricht mit einzubringen und da auch dem Unterricht insgesamt weiter zu folgen. Eine Frage noch in diesem Zusammenhang, ein bisschen noch davon abweichend. Herr Möller betreut einen Jugendlichen, der noch ein Jahr Schulpflicht hat und kein Deutsch spricht. Den würde er gerne an einem täglichen Sprachkurs einer Universität teilnehmen lassen. Diese Idee findet das Schulkollegium auch sehr gut und von allen lösungsorientiert. Gibt es eine Chance, die Schulpflicht für geschätzt ein Jahr auszusetzen? Vielleicht leiten wir dann ja nochmal über zu der Schulpflicht. Herr Stein, wollen Sie dafür antworten? Stumm. Sie sind noch stumm geschaltet. Stumm schalten. Bitte. So, da bin ich wieder. Jetzt müsste ich eigentlich da sein. Ja. Ja, also grundsätzlich wird das nicht möglich sein, weil ja, wenn er schulpflichtig ist, die Schulpflicht erfüllt werden muss und das Deutschlernen in der Schule stattfinden wird. Es gibt entsprechende Maßnahmen. Frau Salamon kann dazu sicher gleich auch noch mal etwas zum Thema Sprachförderung sagen. Ich gehe nicht davon aus, das muss natürlich der Einzelfall sehr genau geprüft werden, aber ich gehe nicht davon aus, dass das der Regelfall sein wird, dass von der Schulpflicht befreit wird. Das läuft ohnehin ja, wenn es über 3 Monate geht, ausschließlich über das regionale Landesamt für Schule und Bildung. Das sind ja die Regelungen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich würde gleich nochmal zu dem Thema, da kommen wir dann ja auch in die 11. Klasse, sogenanntes Abitur in der Ukraine, wenn Sie mögen, etwas im Zusammenhang sagen und dann auch auf die Fragen und Hinweise von Herrn Möller und Frau von Brocke eingehen, die ich inzwischen gelesen habe. So, vielen Dank. Genau, das wollte ich sagen. Dann passt das wunderbar. Ja. Ich müsste aber kurz ergänzen aus dem Chat für Frau Dürbeck noch etwas zu der Schulpflicht für BBSen. Liebe Frau Dürbeck, es besteht weiterhin auch natürlich eine Schulpflicht, wenn ukrainische Schülerinnen und Schüler entsprechend sich anmelden für den Berufseinstiegsschulbereich. Wir haben auch Willkommensgruppen an BBSen, wo es notwendig ist. Wir haben im Moment noch da Aufnahmekapazitäten, von daher kann es eigentlich nicht sein, dass eine Ablehnung zur Anmeldung erfolgt. Ansonsten muss ein Verweis an eine in der gleichen Örtlichkeit und in der Nähe zu erreichbaren BBS erfolgen und eine Absprache. Ja. Dankeschön. Damit ist die Frage auch beantwortet. Und dann, liebe Kollegen, ich mache jetzt mal weiter. Genau, einmal weiterklicken. Danke, wir sind auch so weit mit den Fragen soweit. Vielen Dank. Herr Stein, da ist ja dann auch noch die Frage zu den Arbeitsmaterialien, die vielleicht auch von Herrn Pape. Ist mir gerade nicht geläufig, aber stellen Sie die bitte im Anschluss nochmal. Ich habe jetzt nur beim Zuhören und beim Lesen die Fragen mit aufgenommen, die sich vor allen Dingen auf dieses auf das Stichwort ukrainisches Abitur, also die Frage Übergang Schule, Hochschule beziehen. Ich habe aber vorher noch ein paar Hinweise natürlich zum Umgang, zum Unterricht in den Regelklassen allgemein.
Da ist für die Schulen wichtig, das ist aber jetzt nur interessant, wenn tatsächlich Lehrkräfte oder Schulleitungen anwesend sind, gibt es verschiedene Modalitäten, die erläutert sind im Leitfaden zur Aufnahmezuweisung in die Regelklassen. Herr Dr. Danskog und Frau Salamon haben ja eben schon darauf hingewiesen, dass das Instrument der Willkommensgruppen eines ist, das den Schülerinnen und Schülern das Ankommen ermöglichen soll, dass einen verstärkten Deutschunterricht ermöglichen soll, dass Online-Unterricht bisher integriert hat. Das heißt, wir sehen also, das ist so im Grunde so ein Instrument mit temporärer Wirkung. Wie lang dann die Zeit ist, sei nochmal sozusagen, es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie viele Schülerinnen und Schüler in einer Schule sind. Man kann ja ganz grob sagen, wenn sich wenig Schülerinnen und Schüler jeweils an einer einzelnen Schule anmelden, von der Grundschule bis sozusagen zur BBS, ist die Bildung von Willkommensgruppen immer dann ein gutes Instrument, nur dann ein gutes Instrument, wenn es mehrere sind. Die meisten Grundschulen, die ich kenne, und auch die meisten Schulen im Sekundarbereich 1 haben die Schülerinnen und Schüler relativ schnell in die Regelklassen aufgenommen. Insofern ist dann der Regelunterricht auch tatsächlich die Regel. Und dort werden Schülerinnen und Schüler dann eben entsprechend geschult, sind von Anfang an dabei, werden integriert und haben dann auch die Möglichkeit, mit zusätzlichen Möglichkeiten Deutsch als Zweitsprache zu erlernen, Sprachfördermöglichkeiten. Dazu wird ja dann Frau Salamon unter dem Stichwort Sprachförderung jetzt auch noch einiges sagen. Das gilt, und das wollte ich auch nochmal deutlich machen, die Aufnahme natürlich für die allgemeinbildenden Schulen. Frau Wickmann hat eben schon darauf hingewiesen, genauso auch für die berufsbildenden Schulen. Die Angebote sind sehr breit, bei uns ja auch alle Schulformen. Und man kann tatsächlich sehen, wenn man die Regelklassenzahlen sich anschaut, das verteilt sich tatsächlich über die Grundschulen und dann vor allen Dingen im Sekundarbereich 1 über alle möglichen Schulformen. Da kann man also nicht sagen, es gibt eine Schulform oder mehrere Schulformen, die bevorzugt aufnehmen, sondern das geht wirklich ganz querbeet, ist im Land auch sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Ich kenne zum Beispiel ein großes Projekt im Landkreis Nienburg, das auch online unterstützt arbeitet. Also es gibt ganz unterschiedliche Dinge dort. Möglichkeiten. Nur eines ist sicher, jede Schülerin und jeder Schüler aus der Ukraine hat ein Anrecht auf die Aufnahme in die Schule. Das muss man sehr klar sagen. Und die Fälle, die möglicherweise dazu führen, dass an einer Schule die Aufnahme nicht möglich ist, müssen immer dann damit verbunden sein, dass diesen Schülerinnen und Schülern eine zumutbare, echte Alternative geboten wird. Ganz klar und eindeutig. Was die Frage der Übergänge, Zeugnisse und Abschlüsse angeht, einige Hinweise. Für die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine gilt wie für alle anderen Schüler und Schülerinnen nicht deutscher Herkunftssprache die Möglichkeit, in den ersten beiden Jahren auf Noten zu verzichten, keine Noten zu erteilen und insofern dann auch eine mittlere Zeit, in denen die Möglichkeit bestehen soll, die deutsche Sprache zu erlernen, gleichzeitig dann eben auch Informationen über den Leistungsstand, über den Leistungs- und Lernfortschritt auch festzustellen und den Schülerinnen Schritt für Schritt eine Integration zu ermöglichen. Auch wenn wir zurzeit noch nicht wissen, ob der Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre oder wie immer ausfällt, ist das Ziel natürlich eine schnellstmögliche Integration. Abschlüsse im deutschen System können nur erreicht werden, wenn die entsprechenden sozusagen Vorgaben für Zeugnisse und auch für Prüfungen enthalten sind. Wir haben bekanntermaßen nach Klasse 9, nach Klasse 10 die Abschlussprüfung im Sekundarbereich 1 und später dann die Abiturprüfung und verschiedene weitere Abschlüsse, selbstverständlich im BBS-Bereich, Fachschulabschlüsse und Ähnliches, die dann auch mit allgemeinbildenden Abschlüssen verbunden sind oder die dann damit verleihen. Da kann allerdings Frau Wickmann im Detail möglicherweise mehr Auskunft geben als ich. Grundsätzlich ist es so, dass jetzt zum Ende dieses Schuljahres, und das werden Sie bei den jungen Menschen, die Sie betreuen, auch festgestellt haben, grundsätzlich verzichtet werden konnte auf die Aushändigung eines deutschen Zeugnisses, wenn im Rahmen des ukrainischen Online-Unterrichtes, also bis Ende Mai, ein ukrainisches Zeugnis ausgestellt wurde. Das ist tatsächlich wohl in ziemlich vielen Fällen
so gewesen, sodass also zu dem Zeitpunkt dann auch gar kein deutsches Zeugnis notwendig war. Das wird möglicherweise in der kommenden Zeit anders aussehen. Herr Dr. Danzlok hat ja darauf hingewiesen, dass ausschließlicher Besuch des Online-Unterrichtes in der Ukraine von unserer Seite aus so nicht mehr vorgesehen ist, sodass also dann auch eine sozusagen Zeugniserteilung zum Ende des nächsten oder zum Halbjahr und dann zum Ende des kommenden Schuljahres erforderlich sein wird, aber eben unter den Bedingungen, die ich eben schon genannt habe, also 2 Jahre lang kann auf Noten verzichtet werden und Ähnliches. Selbstverständlich können die Leistungen dokumentiert werden, vor allen Dingen auch eben in den Entwicklungsberichten sehr klar gemacht werden, wie sind die Fortschritte. Und selbstverständlich hat jede Zeugniskonferenz oder jede Klassenkonferenz, wenn dann am Ende des nächsten oder des übernächsten Schuljahres über Versetzung zu entscheiden sein wird, die Verpflichtung und die Verantwortung jeweils zu prüfen, ob der Schüler, die Schülerin auch in den kommenden Schuljahr sozusagen in dem dann aufsteigenden Schuljahr an der richtigen Stelle ist. Zum Thema Anerkennung von Schulabschlüssen, da komme ich dann auch auf die beiden Hinweise oder die Hinweise von Herrn Möller und von Frau von Brocke. Das sogenannte Abitur oder ukrainische Abitur nach Abschluss des 11. Schuljahrgangs wird bei uns grundsätzlich als zunächst mal basal als erweiterter Sekundarabschluss 1 gewertet. Die Schülerinnen und Schüler können dieses Zeugnis anerkennen lassen bei der Zeugnisanerkennungsstelle in Lüneburg. Die Informationen sind auch im Handlungsleitfaden alle erreichbar. Das dortige Portal Annabin gibt oder das Portal Annabin gibt dafür auch erste Hinweise. Eben ist ja angesprochen worden die Frage, was ist direkt im Anschluss an oder was ist mit Schülerinnen und oder mit Absolventinnen und Absolventen des 11. Jahrgangs, die diesen 11. Jahrgang in der Ukraine erfolgreich abgeschlossen haben. Ein unmittelbarer Hochschulzugang ohne Präliminarien ist in der Regel nicht möglich. Das heißt also, das, was angesprochen worden ist, nämlich die Bewerbung an einer Hochschule, in diesem Fall war es ja, glaube ich, Bremen. Das gilt aber in ähnlicher Weise auch für Niedersachsen, für die niedersächsischen Hochschulen, führt dazu, dass die Hochschule entscheidet, und zwar in der Regel entscheidet, dass ein Studienkolleg besucht werden muss und eine Feststellungsprüfung am Ende auch erfolgreich abgelegt wird. Für den Zugang zum Studienkolleg sind Deutschkenntnisse mindestens auf dem B1-Niveau nachzuweisen. Insofern ist der Hinweis von Frau von Brocke, dass die junge Dame, die sie betreut, zurzeit einen Deutschkurs besucht, vermutlich auch in diesem Kontext zu sehen, dass nämlich dann die Voraussetzungen dafür erworben sind, werden, dass man am Studienkolleg 1 Jahr verbringt und anschließend dann das Hochschulstudium aufnehmen kann. Es sei denn, es gibt den seltenen Fall, dass bereits nach dem 11. Schuljahrgang, nach dem ukrainischen Abschluss, ein Studienjahr zum Beispiel in der Ukraine absolviert worden ist. Das kann theoretisch auch passieren. Also das ist allerdings tatsächlich eher der seltene Fall. Wenn Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden in die gymnasiale Oberstufe, dann sind sie jetzt, und das können Sie an den Zahlen auch sehr deutlich sehen, fast immer, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, in den 11. Schuljahrgang, also bei uns in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe oder in die Einführungsphase des beruflichen Gymnasiums aufgenommen worden. Jetzt im laufenden Schuljahr zumeist in der Situation, dass sie dann am Ende, wenn sie die Versetzung von Jahrgang 11 zu Jahrgang 12 nicht haben, was der Regelfall sein wird, dann die E-Phase noch einmal besuchen werden im kommenden Schuljahr, um dann in die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe einzusteigen. Ein Besuch ohne die E-Phase vorweg, und zwar das volle Schuljahr in der E-Phase, ist in der Regel nicht möglich. Das muss man klar sagen. Also insofern haben dann diese Schülerinnen und Schüler, wenn sie den Jahrgang 11 hier besucht haben, die Verpflichtung, das noch sozusagen diesen Jahrgang hier noch einmal zu besuchen, um dann in die Q-Phase einzusteigen. Also insofern gibt es die Möglichkeit und die klare Perspektive auch auf ein Abitur, auf ein deutsches Abitur, das dann natürlich den uneingeschränkten Hochschulzugang für alle
Fächer, soweit sie nicht durch NC oder durch andere Beschränkungen zahlenmäßig begrenzt sind, dann auch zu besuchen. Wichtig ist, dass grundsätzlich Anerkennungen ukrainischer Zeugnisse, sei es nach dem 9., nach dem 10., nach dem 11. Schuljahr, über die Zeugnisanerkennungsstelle, die es seit etwa anderthalb Jahren in Lüneburg gibt, absolviert werden. Auch da sind alle Informationen im Handlungsleitfaden enthalten, um gegebenenfalls Kontakt aufzunehmen und eine solche Prüfung auch vorzunehmen. Problem sind noch die Situationen, dass gegebenenfalls Zeugnisse fehlen oder Abschlussdokumente fehlen. Hier bietet aber die Ukraine online eine Möglichkeit an, die entsprechenden Zeugnisse dann aus der Ukraine zu erhalten. Offenkundig funktioniert das auch zurzeit noch oder grundsätzlich, sodass eben auch fehlende Zeugnisse auf die Weise ergänzt werden können. Hinweis noch zu dem Bereich inklusive Beschulung. Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen werden in der Regel in allgemeinbildenden Schulen oder in bestimmten Fällen auch Förderschulen aufgenommen. Wobei man grundsätzlich sagen muss, dass die Förderschwerpunkte Sprache selbstverständlich nicht überprüft werden können. Insofern kommt hier auch eine Aufnahme eher nicht in Frage. Das Gleiche gilt auch für emotional-soziale Förderung und Lernen. Lernen kann man auch nicht überprüfen, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht über die nötigen Deutschkenntnisse verfügen. Das heißt, es bleibt am Ende der Bereich geistige Entwicklung, körperlich-motorische Entwicklung, Hören und Sehen übrig. Da ist es in der Regel sehr eindeutig und klar und gut nachvollziehbar, wo dann die Aufnahme jeweils stattfinden müsste. Wichtig ist in diesem Bereich, dass auf die Erstellung von Fördergutachten, das ist ja ein relativ aufwendiges Verfahren, dann verzichtet wird. So, jetzt mal würde ich mal einen Punkt setzen, damit es nicht zu sehr ausufert. Dann kann ich eine Frage vielleicht noch aus dem Chat stellen. Das geht um, Herr Pape möchte gerne wissen. Es gab im Jahr 2016 bis 2018 von Land für geflüchtete Schülerinnen und Schüler für 22,50 Euro Geld, 22,50 Euro, damit die Schule Arbeitshefte für jede Schülerin, jeden Schüler kaufen konnte. Das war sehr ein einfacher Weg. Wird es das wieder geben? Die anderweitige Beschaffung über den Schulträger und die Lernmittelbudgets ist ein bisschen schwierig. Also ich kann da eine klare Antwort geben. Ich weiß es nicht und würde die Frage genauso mitnehmen. Mir ist ein solches Programm zurzeit nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob jemand von den Kolleginnen und Kollegen etwas dazu weiß. Ich würde genau davon ausgehen, dass die Beschaffung für Schulbücher ja im Rahmen der Leihe, der entgeltlichen Leihe läuft und gegebenenfalls dann auch, wenn Schülerinnen und Schüler nicht dazu in der Lage sind, das sozusagen zu finanzieren, dann greifen die gleichen Mechanismen, die auch für deutsche Schülerinnen und Schüler oder Schülerinnen und Schüler anderer Herkunftsländer greifen würden. Ansonsten ist der Schulträger vermutlich eher im Bereich freiwilliger Leistungen dabei, denn der Schulträger ist sicherlich nicht dafür, oder ist nicht zuständig dafür, wird im gegebenen Fall freiwillige Leistungen erbringen. Vielen Dank. Vielleicht Frau Salamon dazu. Frau Salamon hatte sich schon gemeldet. Danke. Ich glaube, da war die Ausstockung der Lehrmittelausleihe für diesen Extratopf damals 2015 jetzt mit gemeint. Das war damals so, da es dieses Fach Deutsch als Zweitsprache oder die Zweitsprachenförderung in der Form nicht gab und derartige Lehrmittel und Bücher auch in den Schulen noch nicht zur Verfügung standen. Jetzt gehört es eben eigentlich zu jeder Schule dazu und kann genauso, wie es Herr Stein gesagt hat, über die Lernmittelausleihe eben ausgeliehen werden oder eben entsprechend des Bildungs- und Teilhabepakets halt dort Unterstützung. Genau, das war eben auch die Frage und das ist auch relativ leicht, ja, über Bildung und Teilhabe, über das Sozialamt eben dann oder die entsprechende Stelle dann Mittel zu bekommen. Gegebenenfalls. Das über die Schule. Jawohl, da haben Sie recht. Frau Cattelleri, Entschuldigung, wenn ich den Namen nicht gut aussprechen kann. Ich habe aber noch eine kleine Frage oder zwei Anmerkungen, bevor wir zu den Sprachkursen kommen. Vielen Dank, Herr Stein. Und ich übergebe an Frau Salamon eine kleine Frage oder eine Anmerkung. Frau Buttig gibt an, es gibt ab dem nächsten Jahr keine Mittel für die Durchführung der vorbereiteten Sprachkurse für Geflüchtete an Studienkollegs und an den Universitäten, weil die entsprechenden Mittel DAAD und Bundesebene gestrichen sind.
das zur Information. Oder sage ich fast zu, genau. Ja, also wir sind hier für Kultus da, jetzt reden wir über Zuständigkeiten, das ist Hochschule. Das ist ein Problem, weil wir bei Studienkollegen ja geredet hatten. Sei es drum, meines Wissens wird aber gerade ein Programm aus dem ESF Care vorbereitet, wo ein Sprachförderangebot für die, zumindest für im Erwachsenenbereich, meinen Sie dann auch die Hochschulen betreffen, über Landes-ESF-Mittel möglich ist. Aber das ist noch im Augenblick in der Phase der Erstellung der Förderrichtlinien. Vielen Dank. Noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Danskog aus dem Chat, bevor ich aber das die Stelle auf Wiedersehen, Frau Willig, die sich gerade eben verabschiedet hat. Frau Furche möchte gerne wissen von Ihnen, lieber Herr Dr. Danskog, bezüglich der Kooperation mit VHS, könnte der DATS-Unterricht über BUT finanziert werden oder ausnahmsweise temporär im Vormittagsbereich stattfinden? Oder? Ja, der DATS-Unterricht wird in allgemeinbildenden Schulen durch die Schule letztlich organisiert und verantwortet. Wir haben auch kein finanzielles Problem, was die Budgets angeht der Schulen. Auf B&T würde ich mich nicht verlassen, auch wenn die meisten geflüchteten Menschen wahrscheinlich da prinzipiell Zugang haben. Das andere temporär ist die Verantwortlichkeit der Schule und was man da vor Ort, wenn man eine Lösung findet, dann werden wir uns dem nicht entgegenstellen, da unterstützend, aber über B&T ein Regelangebot zu machen, das greift nicht. Vielen herzlichen Dank. Das waren die Fragen bislang aus dem Chat und dann jetzt bitte an Frau Salamon für DATS. Also VHS als Kooperation, Unterricht ergänzen immer sehr, sehr gerne. Genau, ich übernehme jetzt wieder den Bereich Sprachförderung. Der Erwerb der deutschen Sprache spielt natürlich auch bei den Bildungsangeboten der ukrainischen Kinder und Jugendlichen eine Schlüsselrolle. Aber auch der kann nur durch Integration wirklich dauerhaft gelingen. Wir haben hier in Niedersachsen fußt die Sprachförderung deutscher Zweitsprache wirklich auf etablierten, festen Strukturen, beginnt mit Kita-Kindern, Nicht-Kita-Kindern, Sprachförderung, ABS, BBS, berufsbildenden und allgemeinbildenden Bereich, aber auch Beschulung deutscher Zweitsprache in den Landesaufnahmebehörden. Also das sind durchgängige und bekannte Strukturen, die da reichen, eben von Sprachintensivförderung in Deutsch als Zweitsprache, Anschlussförderkurse oder auch Förderunterricht in Deutsch als Zweit- und Bildungssprache, der eben individualisiert und schulspezifisch in den Regelklassen, aber auch in den Willkommensklassen zur Anwendung kommen kann. Das Ziel ist es wirklich, durch Sprachförderung die stetige Teilnahme in einer Regelklasse zu gewähren, um so die Integration insbesondere mit Gleichaltrigen der sogenannten Peer Group ebenfalls stetig zu verbessern und Bildungsanschlüsse zu ermöglichen. Genau. Nicht nur im schulischen Vormittagsbereich, sondern wir haben es eben auch schon angesprochen, vor allem eine systematische, alltagsintegrierte Sprachbildung fördert die sprachige Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Und der pädagogische Alltag der Ganztagsschule bietet dafür auch viele Anlässe und Möglichkeiten. Und das steht den Ganztagsschulen frei, bereits bestehende Angebote natürlich für ukrainische Schülerinnen und Schüler zu öffnen, beziehungsweise neue einzuführen, durchzuführen und anzubieten. Ich möchte die Sprachbildungszentren, habe ich schon erwähnt. Ich setze jetzt mal einen Link nochmal hier rein, den ich ganz anpreisen möchte. Wir haben auf dem niedersächsischen Bildungsportal jetzt ein Themenportal eingestellt zur Sprachbildung interkulturelle Bildung. Auf diesem Themenportal sind wirklich auch alle Informationen, die wir jetzt hier finden, eingestellt. Es sind mehrsprachige Informationsmaterialien dort eingestellt. Hier sind rechtliche Vorgaben, Angebote zur Beratung und Qualifizierung, Informationsunterrichtsmaterialien, Vorlagen und Formblätter eingestellt. Und für Erziehungsberechtigte und außerschulische Partner werden auf dem Themenportal ebenfalls Informationen, Inhalte und mehrsprachige Flyer zum Schulbesuch, aber auch sogar zum Distanzlernen angeboten. Auch hier Schulaufnahme und so weiter und so fort. Also ich kann das nur empfehlen. Zeugnisformulierungshilfen, Anlagen zum Zeugnis. Also da ist wirklich ein gutes, was ich auch wirklich sehr anpreise, Portal entstanden. Und es ist auch jetzt gerade abgeschlossen. Ein Kapitel fehlt noch. Das wird aber jetzt in den nächsten Tagen eingestellt. Das möchte ich wirklich anpreisen. Auch hier ist zum Beispiel das Diagnoseverfahren 2P zu finden auf der Seite, denn dieses Tool steht jetzt allen Schulen zur Verfügung
und richtet sich an neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler. Es dient halt eben der Erhebung von Stärken und Entwicklungspotenzialen, schulischen und beruflich relevanten Basiskompetenzen, insbesondere für den Sekundarbereich oder für den berufsbildenden Bereich. Und genau, dieses Standard, also dieses 2P-Verfahren wird dort erklärt und wir können es nur anbieten und alle Schulen animieren, es zu nutzen, um wirklich auch das Potenzial der Kinder zu erfassen. Die Sprachbildungszentren habe ich erwähnt. Ich habe vorhin auch schon einen Praxistipp zu dem pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften, die in Willkommensgruppen arbeiten, erwähnt. Wir haben noch zwei weitere Praxistipps von den Sprachbildungszentren, die ebenfalls hier auf dem Bildungsportal eingestellt sind. Einmal für Lehrkräfte, die das erste Mal Deutsch als Zweitsprache in Sprachlerngruppen unterrichten. Und einmal für Lehrkräfte, die ihren Fachunterricht sprachbildend gestalten, also den sogenannten integrativen Sprachbildung. Also das möchte ich noch anpreisen. Und ja, genau. Mehrsprachige Informationen, da sind also auf Ukrainisch natürlich auch inzwischen, haben wir den Bereich einmal kurz erwähnt, mein Kind in der Kindertageseinrichtung, mein Schulalltag, die Eltern als Partner der Schule, die wichtigsten Fragen und Antworten zum Übergang von der Grundschule auf eine weiterführende Schule, Schule in Niedersachsen knapp und klar erklärt und auch Inklusion haben wir inzwischen auf Ukrainisch. Alles hier auf diesem Link zu finden. Genau, ich übergebe Sprachförderung BBS-Bereich an meine Kollegin Frau Bickmann. Gerne, mache ich sofort. Eine Frage noch von Herrn Möller an Herrn Stein. Herr Stein, haben Sie es gelesen, die Möglichkeit der Übermittlung ukrainischer Schulabschlüsse durch eine Behörde? Das war umschrieben mit dem Begriff Ukraine. Ist damit die Botschaft gemeint oder an wen wende ich mich? Stummgeschaltung, bitte. So besser, ne? Mhm. Damit ist nicht die, soweit ich weiß, nicht die, die Botschaft gemeint, sondern es ist im, im Leitfaden eine Internetadresse angegeben, die sich in der Ukraine befindet und die direkt angeschrieben werden kann. Herzlichen Dank für die Antwort für Herrn Möller. Seite, ja, ich kann noch die Seite dazu nennen. Das wird die, das ist die Seite 15 ganz unten. Da gibt es eine Passage, in der nochmal hingewiesen wird auf diese Internetadresse und dann dazu auch einige FAQs, wie man an sozusagen die noch weitere Informationen zur Wiederbeschaffung oder auch zu dem Nachweis von Zeugnissen gibt. Herr Möller, wir hoffen, dass Ihnen damit gedient ist. Wir kommen dann zum BBS-Bereich. Das ist nun mein Part. Und Herr Müller freut sich, das freut uns auch. Dankeschön. Ich komme kurz zum BBS-Bereich. Der BBS-Bereich, die berufsbildenden Schulen, ich erwähnte das vorhin schon, nimmt natürlich Schülerinnen und Schüler auf, die schulpflichtig sind, auch aus der Ukraine. Und zwar nicht nur in die sogenannte Berufseinstiegsschule, wo wir auch eine spezielle Sparte haben, Sprache und Integration und eine spezifische Förderung. Bei Bedarf können eben auch Willkommensgruppen eingerichtet werden. Wir haben im Moment im berufsbildenden Bereich allerdings noch nicht den Zuzug von Schülerinnen und Schülern, wie das im allgemeinbildenden Bereich ist, sodass wir aus den BBSen eigentlich die Rückmeldung bekommen haben, landesweit, dass eine Beschulung aller möglich ist. Es ist auch möglich bei entsprechenden, da wir einen durchgängigen sprachsensiblen Unterricht haben, bei entsprechenden Leistungen oder Möglichkeiten und Einschätzungen auch in anderen Schulformen in den berufsbildenden Schulen aufgenommen zu werden. Wenn eine Ausbildung aufgenommen wird, dann ist natürlich das duale System, das zur Verfügung steht. Und wir kommen jetzt zur Sprachförderung. Wir bieten eine durchgängige Sprachförderung auch mit entsprechenden Möglichkeiten, Binnendifferenzierung und Sprachförderung an, insbesondere eben durch Sprache und Integration in den Klassen, die wir haben in der Berufseinstiegsschule. Einige von Ihnen sagt der Begriff Sprint vielleicht noch etwas. Diese Form ist übergegangen in die sogenannte Berufseinstiegsschule, Sprache und Integration insbesondere. Dort finden Förderungen in unterschiedlicher Form statt. In der zweiten Klasse kann dann auch aufbauend mit einem EQJ verbunden und die Möglichkeit auch in einem Betrieb zu lernen, dann eine Integration weiterverfolgt werden, auch sprachlicher Natur unterstützend eben in den beruflichen Alltag.
Der berufliche Alltag wird begleitet im dualen System natürlich durch die sogenannten BAMF-Kurse. Hier stehen explizit Kurse zur Verfügung. Die Schulen sind aufgefordert, wie im letzten Jahr, und das gilt auch für das kommende Schuljahr, direkt eben uns Rückmeldung zu geben an das Bundesamt für Migration und Förderung Migration, sodass wir an das BAMF das geben und die entsprechenden Kurse stattfinden, sodass hier eine sprachliche Unterstützung bei all denen auch stattfindet, die in einer Berufsausbildung münden oder aber mit einer angefangenen, wie auch immer gearteten Form der Berufsausbildung aus der Ukraine zu uns nach Deutschland gekommen sind, durch entsprechendes Schauen, Anerkennen, dann auch schon ihre Ausbildung hier fortsetzen sollen. Das ist uns ganz wichtig. Herr Stein hat schon erläutert, wie das mit den Abiturmöglichkeiten gilt. Das gilt natürlich auch für das berufliche Gymnasium, identisch wie im allgemeinen Bereich für die Gymnasien und die Gesamtschulen. Also das ist in diesem Bereich genau identisch. Auch hier versuchen wir eben, Förderangebote in Anspruch zu nehmen. Frau Salomon sprach auch davon, wir arbeiten eng zusammen auch mit den Sprachbildungszentren, sodass unseren berufsbildenden Schulen in Niedersachsen hier auch eine Menge an Möglichkeiten und Materialien zur Verfügung steht. Ich klicke mal weiter. Einstellungsmöglichkeiten aus der Ukraine geflüchtete Personen. Herr Blume. So, ich habe das Mikro gefunden. Wir haben die Problematik, die ist ja vorhin durch irgendeine Nachfrage schon mal aufgekommen, nämlich die Frage, wie können wir das denn alles gewährleisten in den Schulen, die Betreuung der geflüchteten Kinder aufgrund der Tatsache, dass möglicherweise an einer Schule zu wenig Lehrkräfte vorhanden sind. Wie in allen anderen Bundesländern hat Niedersachsen gleich gesagt, dass wir uns bemühen und gucken wollen, ob es im Kreise der Geflüchteten, wahrscheinlich sind es ja überwiegend Frauen, es Personen gibt, die eine pädagogische oder eine Lehramtsausbildung in der Ukraine haben. Und wir haben dann, ich glaube, seit den Osterferien freigeschaltet ein extra Portal, wo sich Interessierte registrieren und melden können. In dem Portal gibt man auch an, ob man nach eigener Meinung eher eine Lehrkraft ist oder keine. Das wird dann überprüft. Wenn Sie sich den Handlungsleitfaden angucken, steht da auch ganz genau drin, und da will ich jetzt eigentlich nicht drauf eingehen, es sei denn, es gibt Nachfragen zu einzelnen Punkten, was Sie da vorlegen müssen. Also Sie sollen auf jeden Fall einen Lebenslauf vorlegen und Identitätsnachweis und so weiter und so fort. Wir haben solche Personen auch schon eingestellt. Wir machen immer wieder, ich glaube, fast täglich Auswertungen aus dem Meldeportal, wie viel da gerade aktiv sich beworben haben oder ihr Interesse mitgeteilt haben, dass sie so eine Tätigkeit aufnehmen wollen. Und einmal pro Woche lassen wir uns auch eine Auswertung geben, wie viele Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit wir seitdem, jetzt weiß ich es nicht genau, ist es der 24. Januar gewesen, seitdem der Krieg begonnen hat. Also auf jeden Fall am Tag nach dem Beginn des Krieges, da machen wir immer Auswertung. Die Anzahl der Bewerbungen von Personen, die gerne etwas machen möchten, lag heute Morgen, glaube ich, bei ungefähr 230. Die Anzahl der Personen, die wir schon im System haben, ob nun als Lehrkräfte oder pädagogische Mitarbeiter, liegt auch irgendwo bei um die 200. Also so viel zu dem Punkt, von mir erstmal Einstellungsmöglichkeiten für aus der Ukraine geflüchtete Personen. Jetzt wäre die Frage, ob es dazu Fragen noch gibt. Ich sehe derzeit keine im Chat, lieber Herr Blume. Okay, gut.
Dann kommt der zweite Part, zu dem ich was sagen soll. Das ist vorhin in Aussagen von Frau Salamon auch schon mal angesprochen worden. Einsatz von Ehrenamtlichen oder freiwilligen Dienstleistern oder anderen geeigneten Personen. Dieses ist jetzt eine Gruppe eben eher von Menschen, die schon, also die entweder die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder schon länger bei uns leben. Und auch dort kann man sich über das Meldeportal in ICE Online NILEP, also wenn wir das wollen, kann ich die Internetadresse auch gleich noch in den Chat packen. Aber wie gesagt, das ist alles drin in dem Handlungsleitfaden. Also auch die sollen sich darüber bewerben. Sehr oft ist es auch förderlich, würde ich sagen, bei den Freiwilligen, dass der Kontakt direkt zu einer Schule, wo man meint, tätig werden zu wollen, den herstellen kann. Ihr Link, den Sie angeboten haben, wird sehr gerne von Herrn Omari oder Frau Omari aufgenommen. Frau Salamon, wenn ich das nicht schaffe, ne, Sie schaffen das bestimmt, aber ich versuch's mal. Ich klicke den Link immer an. Können wir ja so machen, dass wir den Link noch nachreichen. Genau, machen Sie, ja. Würde ich sagen, bleiben Sie. Okay. Gut, also von meiner Seite wäre das jetzt alles. Es sei denn, biete ich nochmal an, dass es Nachfragen gibt. Keine Nachfragen weiter. Vielen Dank. Nachfrage. Ich glaube, wichtig ist die Information, dass wir als pädagogisch Mitarbeitende sehr flexibel agieren können und auch die Schulen. Und dass da auch Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, um interessierte Menschen als pädagogisch Mitarbeitende einzustellen. Und auch in der Regel befristet, wenn ich das richtig im Kopf habe, damit sie erstmal an Schule tätig werden können. Und wer möchte und in der Lage und die Voraussetzungen erfüllt, der kann dann auch, sofern er dann als Lehrkraft gekommen ist, dann auch ein Anerkennungsverfahren gegebenenfalls durchlaufen, um als Lehrkraft dann komplett ins System zu kommen. Ich glaube, wir haben da einiges gelernt im Vergleich zu dem, was wir früher gemacht haben. Wir sind da, denke ich, deutlich flexibler aufgestellt, um die Menschen in das System hereinzubringen und damit auch, damit die jungen Leute auch davon profitieren können. Herr Blume, noch mal eine Ergänzung? Nee, ich habe es geschafft mit dem Link. Ja, herzlichen Dank. Dann kommen wir zur weiteren Unterstützung. Genau, zur weiteren Unterstützung, bitte. Genau, die Sommerferien stehen vor der Tür und auch hier nur kurz der Hinweis von Möglichkeiten von Betreuungs- und Freizeitangeboten in den Sommerferien. Das Programm Lernräume ist im Rahmen des Aktionsprogramms Start kann die Zukunft ja bis zu den Herbstferien 2022 verlängert werden. Es werden also auch Angebote für die Sommerferien bereitgestellt. Und diese Angebote richten sich eben an Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 10 aus Schulen in Niedersachsen. Und stehen somit selbstverständlich auch Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine zur Verfügung. Also an dieser Stelle hier der Hinweis. Und abschließend noch einmal zu Herrn, jetzt muss ich gucken, Danzlock, glaube ich, oder Herrn Stein. Mein Spickzettel. Genau, Herr Stein zu den weiteren Unterstützungsangeboten noch. Ja, noch ein paar Sätze zum Thema Einsatz von Ehrenamtlichen oder Freiwilligendienstleistenden. Das ist ja ein wichtiger Punkt gewesen, eben auch schon mal angesprochen worden. Bezogen auf die Ehrenamtlichen kann man natürlich grundsätzlich sagen, insoweit sehr kostengünstig, weil hier in der Regel Dachaufwandskosten anfallen, aber die Menschen freundlicherweise und sinnvollerweise an vielen Stellen, Gott sei es gedankt, sozusagen ohne Bezahlung tätig sind, damit auch flexibler sind, auch was die Qualifikation angeht, eben nicht eingestellt werden, sondern im Rahmen ihrer staatsbürgerlichen Verantwortung, kann man ja schon sagen, tätig werden. Wichtig ist, dass in diesem Bereich auch wie überall, wenn in Schule mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird, die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses erforderlich ist.
grundsätzlich erforderlich ist, muss man sagen. Wir haben ja die Regelung, dass die Vorlage einer Quittung oder eines anderweitigen Nachweises, dass dieses Führungszeugnis beantragt worden ist, zunächst ausreicht. Es gibt ja Kommunen in Niedersachsen, die ein bisschen länger dafür brauchen, bis so etwas dann beantragt werden kann. Und dann braucht es ja ohnehin noch ein gewisses Verfahren, bis dieses erweiterte Führungszeugnis dann eintrifft. In diesem Fall entstehen in der Regel auch keine Kosten für die Beantragenden. Also von daher versucht man jedenfalls, das so leicht wie möglich zu machen, keine Steine in den Weg zu legen oder Hürden aufzubauen. Und das Bundesjustizamt antwortet in der Regel auch ziemlich flott, was das angeht. Möglich ist auch der Einsatz von Freiwilligendiensten. Dazu gibt es auf der Seite 25 im Handlungsleitfaden einen QR-Code, der die ganzen Informationen, die dahinter stehen, wie ich denke, gut vermittelt und klar vermittelt, auch im Bildungsportal Niedersachsen. Auch dort ist eine Internetadresse angegeben, ist einiges dazu an Informationen zu haben. Ich weiß auch, dass eine Reihe von Schulen inzwischen diese Möglichkeiten ergriffen hat und sowohl mit freiwilligen Dienstleistenden als auch mit Ehrenamtlichen in hohem Maße, sogar in ehrenamtlichen Tätigkeiten dann auch gearbeitet hat. Die weitere Unterstützung ist, muss man dann sagen, oder kann man dann sagen, selbstverständlich gegeben durch die schulische Sozialarbeit. Viele Schulen verfügen inzwischen ja über schulische Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Und selbstverständlich stehen auch die Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten durch die RZIs, insbesondere bei all den Fragen, die sich um Inklusion kümmern, zur Verfügung, ebenso die Möglichkeiten, über BUT, das ist ja eben schon mal angesprochen worden, eben auch Materialien zu beschaffen oder anderes. Da geht es ja oft auch dann um Teilnahme an Klassenfahrten, Ausstattung mit Basislernmitteln und. All das ist ja auch nochmal mit einem Hinweis, in dem wir jetzt auf der Seite 28 unterlegt. Also ich kann nur, vorhin hat ja Frau Salamon schon das Portal sehr angepriesen, kann ich hier auch nur den Handlungsleitfaden sehr anpreisen. Der wird sich auch, also an dem Punkt, den wir jetzt so genannt haben, was die Links angeht, wird sich ja auch nichts ändern. Sie können also ruhig den jetzigen nutzen, auch wenn der nächste möglicherweise schon in der nächsten oder übernächsten Woche kommt, werden die Links weiter funktionieren und Sie bekommen damit eben noch eine ganze Menge mehr Möglichkeiten. Schülerinnen und Schüler sind sonst auch eingebunden in das Aktionsprogramm Startklar in die Zukunft. Dieses zeitlich begrenzte Programm, das ja in der Hauptzielsetzung sozusagen der Absicht sozusagen sich verdankt, Schülerinnen und Schülern nach Covid die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln, Unterstützung zu bekommen in der persönlichen Entwicklung, bis hin zu dem berühmten Nachholen. Das ist ja ein Wort, das bei uns im Haus nicht so gern gehört ist, finde ich auch richtigerweise, weil es nicht alleine darum geht, irgendwelche schulischen Leistungen, versäumte schulische Leistungen nachzuholen, sondern Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, sich vor allen Dingen, was ihre sozusagen sozialen Möglichkeiten und Kompetenzen angeht, weiterzuentwickeln. Das als letztes jetzt von mir. Eine Frage dazu, lieber Herr Stein. Frau Tuschling-Moch möchte gerne wissen, wo Ehrenamtliche sich bewerben können bei dem EIS-Portal, unter welcher Rubrik? Also wenn ich das richtig sehe, da mag mich der Kollege Blume korrigieren, eine Bewerbung von Ehrenamtlichen unter EIS ist nicht vorgesehen, ne? Sondern die ist jeweils vor Ort, die läuft vor Ort. In der Regel ist es ja dann auch so, dass Ehrenamtliche sich an Schulen, an andere Einrichtungen wenden und einfach signalisieren, ich bin bereit, hier Verantwortung zu übernehmen, mich einzubringen, ich habe dann und dann Zeit. Das läuft nicht über EIS Online. EIS Online ist alles, was ist zuständig für alles, was in irgendeiner Weise mit einer Anstellung und dann auch daraus resultierend einer Entlohnung verbunden ist. Vielen Dank. Danke auch an Herrn Dr. Danzglock für die Einstellung des Links zu allen Unterlagen. Wir kommen zur letzten Seite. Das Ende ist da. Wir haben, glaube ich, alles vorgestellt, was wir vorstellen können, umfangreiches.
in Willkommensgruppen, Online-Angeboten, Sprachförderung, DATS und den wichtigen Unterricht in Regelklassen, der im nächsten Schuljahr natürlich für alle Schulpflichtigen in Niedersachsen fortgesetzt wird. Ja, vielen Dank für die Teilnahme hier von Ihnen. Ich hoffe, wir haben Ihnen die Informationen so geben können, wie sie im Augenblick stehen. Sie sehen, dass wir, jetzt schlage ich uns mal selbst auf die Schulter, uns schon bemühen, so flexibel wie irgend möglich zu agieren. Es gibt so Einzelheiten, wie beispielsweise hin und wieder ist auch mal ein Führungszeugnis ganz hilfreich. Spätestens dann, wenn wir vor der Frage stehen würden, warum haben wir es im Zweifelfall nicht abgefordert? Das sind ja immer so diese Diskrepanzen, wo man mal Bürokratievorwürfe erhält, dann an einer anderen Stelle wieder gefragt wird, warum hat man das nicht gemacht? Das Update 2.0, die Frage ist noch in der Erarbeitung. Wir wissen noch nicht genau, ob wir es jetzt noch den Schulen quasi direkt vor den Ferien schicken oder doch lieber erst 2 Wochen vor Schuljahresbeginn. Okay, aber ich glaube, ich kann den Satz nur beenden, dass wir halt eben das Update 2.0 wird eben auf diesen Link jederzeit eingestellt, sobald es freigegeben ist. Und es wird gerade eben noch entschieden, ob wir das jetzt noch zeitnah tun oder eben noch abwarten und auch die Zahlen in den Ferien, den Zuzugszahlen abwarten und gucken, ob wir dann das Update rausschicken an die Schulen. Aber wie gesagt, hier auf der Linkseite wird immer die aktuelle Version eingestellt sein. Und vorhin auch schon erwähnt, alle Änderungen sind dann rot markiert in diesen Updates. Also ich möchte an dieser Stelle das gerne noch mal jetzt abschließen, auch im Namen der Geschäftsstelle vom Bündnis Niedersachsen-Pakt an und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen des Kultusministeriums, bei Ihnen, Frau Salamon, bei Frau Bickmann, die ich jetzt im Moment nicht mehr sehe, bei den Herrn Danzglock, Herrn Stein, Herrn Blume, für Ihre sehr fundierten und detailreichen Informationen. Also tatsächlich finde ich es beeindruckend, welchen umfassenden Überblick Sie uns heute über die Bildungsangebote gegeben haben, einschließlich der Quellen. Auch wir sehen ja auch tatsächlich die Lernkurve, die wir als Verwaltung inzwischen durchlaufen haben. Da schließe ich auch unsere Bündnispartnerinnen und Partner ein, dass was den Zugang zu Bildungssystemen, zu den Strukturen, auch übersetzten Merkblättern, Infoblättern und Flyern angeht. Ich glaube, da haben wir uns tatsächlich in den letzten 6-7 Jahren sehr viel weiterentwickelt. Also mich hat das heute beeindruckt und deshalb auch nochmal herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie den Teilnehmenden und uns Gelegenheit gegeben haben, die Fragen aus erster Hand beantwortet zu bekommen. Ich greife das an der Stelle gern nochmal auf, den Verweis auf das Bildungsportal und auf den Leitfaden und die übersetzten Unterlagen. Wir werden wahrscheinlich morgen oder in den nächsten Tagen auf der Bündnis-Website auch die Aufzeichnung des Online-Forums abrufbar stellen. Das heißt, die Interesse haben und auch, wir hatten ja heute schönes Wetter, deshalb sind wir jetzt weniger Teilnehmende gewesen als angemeldet. Aber ich denke, dass auch die Informationen sehr wertvoll sind. Die sind dann nachgehalten und für alle Interessierten auch noch abrufbar. Update des Leitfadens hatten Sie gerade schon erwähnt. Dann bleibt mir noch der Hinweis auf weitere Veranstaltungen. Also heute ging es ja um das Thema Bildungsangebote der allgemeinbildenden, der berufsbildenden Schulen, auch schon der Bereich der Anerkennung und des Zugangs zu den Hochschulen. Fragen, ich denke, aus meiner Sicht sind weitestgehend alle Fragen beantwortet worden. 1-2 Anregungen haben Sie ja gesagt, nehmen Sie auch mit. Auch den Bereich der Kehrmittel, die möglicherweise nochmal Sprachkurs und Fördermöglichkeiten eröffnen. Auch dazu werden wir in den nächsten Wochen hoffentlich noch eine vertiefende Fachveranstaltung mit dem MWK durchführen. Konkret wissen wir schon Ende August, am 30. oder 31. August, da wird das Innenministerium zusammen mit dem Sozialministerium nochmal Auskunft geben zum Thema Ankommen und Bleiben, was für ehrenamtlich Unterstützende wichtig ist zum Aufenthaltsrecht und auch zu Fragen des Leistungsbezuges. Dann haben wir am 14. September eine weitere Fachveranstaltung, wo wir mit den Arbeitsmarktakteurinnen, Akteuren und dem Wirtschaftsministerium zusammen schon mal eine erste Reflexion und Erfahrungsaustausch vornehmen wollen, wie
die Arbeitsmarktberatung, der Zugang zum Arbeitsmarkt gelingt für Ukrainerinnen und Ukrainer. Und am 28. September wird das Thema Sprachförderung, Bildungslandschaft und Sprachkurse nochmal in den Blick genommen. Soweit an dieser Stelle. Die Folie, die hat jetzt nicht geklappt, aber das tut dem keinen Abbruch. Also alle, die jetzt die Einladung bekommen haben, die werden auch dann vor den weiteren Veranstaltungen von uns eine Einladung bekommen. Das Ganze steht allen Interessierten offen. Ja, und jetzt schaue ich auch noch mal in den Chat. Frau Bickmann, Sie haben das ganz, ganz toll gemacht, das Aufgreifen der Fragen. Bin ganz beeindruckt. Ich sehe jetzt auch nichts weiter, was sich noch an uns als Geschäftsstelle richtet. Aber wie gesagt, Sie bekommen weiterhin Post, wenn Sie das mögen. Und vielen Dank auch für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, hier zuzuhören. Und ich hoffe, das war für Sie eine lohnenswerte Veranstaltung. Vielen Dank.